King of Fake Prank. Oh, ihr seid schon da. Kommt Dreier, Leute, ich bin's wieder, euer Hetze. Und ja, ich habe heute für euch wieder meine zwei Lieblingskandidaten mitgebracht. Die beiden Kevins, wie sagt man so schön, a.k.a. Prank Bros. Und ja, die haben einen Prank gebracht, der schon jetzt vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist, also es fuhr circa eine Woche etwa. Ja, und zwar dem, in diesem Video klebt quasi der eine dem anderen hier künstliche Fingernägel auf. Aber der wirkliche Gag an der Sache ist, ja, nicht mit dem normalen Kleber, sondern mit Sekundenkleber. Ist mal auch nicht wirklich schwer herauszufinden, dass dieses wirklich nur gefaked ist. Also, was anderes gibt es dazu nicht mehr zu sagen, aber seht ja selbst. Oh. Ja, er packt halt jetzt diese Box aus und ja, genau, das ist der richtige Kleber, also das normale, der vom Hersteller Gill-Kleber. Aber ihr seht ja, guck mal, wie viel er drauf knallt. Wie viel knallt er da drauf? Dann, er legt sie zur Seite. Schaut euch mal diese Schachtel gleich im Hintergrund an. So. Wenn man doch die Nägel mit Sekundenkleber präpariert, warum legt man sie dann erst in eine andere Plastik, wahrscheinlich in das Deck von dem Verpackungsmaterial rein, also in den Deckel rein, um sie dann wieder in die alte Schale zurückzulegen? Leute, und dann guckt mal, wie sauber das aussieht, die Dinger. Also das sieht doch nichts wirklich aus, wie, ihr habt ja gesehen, wie viel Sekundenkleber er auf diese Nägel geklatscht hat. Und selbst wenn, er hat das in seinem Zimmer aufgenommen, und selbst wenn, also wirklich, selbst wenn das wirklich echter Sekundenkleber wäre, wäre bis dato schon so, noch nicht unbedingt trocken, weil er ziemlich viel drauf geklatscht hat, aber die ersten Schichten, also von diesem Häufchen, was er drauf gemacht hat, die wären schon leicht unflexibel. Das heißt, er hätte sie nie und nimmer so perfekt, wie ihr gleich sehen werdet, auf seine Finger kleben können. Und ja, schaut euch ruhig die Handstellung an. Also das ist ja, natürlich ist die Hand liegt natürlich genau so passend, dass er ohne Probleme die Fingernägel draufkleben konnte. Ja, hier bekundet er es angeblich noch, den Sekundenkleber an dem Finger hätte, was man einfach nur bezweifeln kann, dass da wirklich echter Sekundenkleber drauf ist. Zumal man muss bedenken, wenn man in den Sekundenkleber sind so gewisse Säuremittel drin, damit könnte der seinem Bruder quasi die ganzen Fingernägel mit zerstören. Beziehungsweise rückstandslos entfernen ist da nicht wirklich mit drin, außer man reißt den ganzen Fingernägel raus oder lässt es halt dementsprechend halt rauswachsen. Ja, jetzt wirkt er ihn gerade quasi auf. Er bemerkt natürlich, oh Scheiße, ich hab künstliche Fingernägel dran. Natürlich aller Prank Bros rastet er jetzt natürlich direkt aus. Hat direkt natürlich seinen komischen Schlappen in der Hand. Und was sagt er? Ohne davon auszugehen, dass es halt vielleicht der richtige Kleber sein könnte, für die Fingernägel da sind. Nein, er kommt natürlich kommt er sofort auf die Idee, dass es Sekundenkleber ist. Mann, Leute, wacht doch auf. Und wenn ich dann sowas sehe, dass so ein Müll 25.000 Likes bekommt, also wirklich, ey, ist jetzt ein Prank, ist das jetzt eine Entschuldigung, dass man das Prank nennt? Nur, das ist auch, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also, wie billig lässt ihr euch abstempeln? Dass die mit so einem Müll ihr finanziert diesen Müll quasi, dass sie weitermachen damit. Und es gibt so viele andere Kanäle, die wirklich coole Pranks machen, die auch lustig sind und so und auch nachvollziehbar sind.
Aber der, was die beiden Kevins für den Müll produzieren, also warum? Warum? Mal anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Warum schaut man sich das rein? Das ist doch vergeudete Zeit, wirklich. Das ist wirklich vergeudete Zeit. Ja, da fliegen natürlich wieder ein paar Sachen durch die Gegend. Er übertreibt natürlich, schmeißt irgendwas auf deinen Bruder. Ja, das ist halt typischer Standard. Und gleich werdet ihr sehen, wie einfach, das heißt einfach, natürlich kriegt das nicht so einfach runter, aber es ist halt der ganz normale Kleber und nicht der Sekundenkleber. Weil beim Sekundenkleber würde das niemals so sauber von den Fingern runterkriegen. Seht ihr? Seht ihr, da ist fast nichts mehr. Das ist vor allem nur an der Kante hier leicht. Natürlich würde das auch ein bisschen wehgetan haben, aber von Sekundenkleber ist natürlich keine Spur. Das würde das, ja, wie dem auch sei. Dies war meine, wieder meine kurze Analyse von den Kevins, sage ich jetzt mal so. Also ich, ja, ihr könnt es euch denken, es ist halt immer dasselbe. Also wirklich. Ich sag mal so, stellt euch vor, die haben halt einen Prank-Kanal, wo sie quasi fast jeden zweiten Tag einen Prank rausbringen. Leute, die müssten sich schon gegenseitig gar nicht mehr vertrauen, ohne dass dass überhaupt noch erfolgreiche Pranks überhaupt produzieren können. Weil so oft kann man sich nicht pranken gegenseitig. Das geht einfach nicht. Und ja, wacht auf. Ich kann nur wirklich sagen, wacht auf, Leute, und guckt wirklich bitte, was ihr fördert. Also, wenn man sich sowas anguckt, dann ist es kein Wunder, dass die noch weitermachen mit dem Blödsinn. Vor allem, das ist wie ein Virus. Also, es geht immer weiter so. Dann kommen wieder andere Typen, die anfangen, da was auch hochzuziehen. Und wartet ihr mittlerweile auf so billiges Content ab? Wirklich? Wartet ihr wirklich auf so einen Müll ab? Also, weiß ich nicht. So, Leute, dies war mein neues Etze-deckt-auf-Video. Natürlich, tut mir leid, schon langweilig, weiß ich nicht. Ob es schon langweilig wird, weiß ich nicht. Aber wieder mal über die beiden Kevins. Ne? Also, ich meine, die geben einfach so viel Stoff dafür. Und die sind so meiner Meinung nach die Ersten, für so ein Zeugs. Also Leute, bitte wacht auf. Wenn euch das gefallen hat, wenn ich wirklich weitermachen soll, lasst mir ein Gefällt mir da. Drückt auf den Abo-Button. Es tut wirklich nicht weh. Kostet vor allem auch nichts. Und unten zeige ich euch anderes Video zu Thema den Kevins. Und wenn, schaut einfach nach, wenn es euch gefällt, wirklich. Alles andere schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank. Ciao.